Geräte. So, hallo! Heute wird Daniel eine 40 cm große Pizza essen. Schon wieder? Ja. Warum sagst du mich das nicht? Ich hab das auch. Und, ja, heute ist. Also, das Wochenende. Die Zelda. Ich esse auch eine 40 cm Pizza. Ja. Oh mein Gott. Ich esse meine. Stellt euch mal vor, wer ihr seid. Also ich bin der ganz Harte, ich werde gleich eine kleine Pommes verdrücken, das wird richtig lange dauern. Mal gucken, ob ich das überlebe. Und das habe ich noch. Du hast noch 10 Minuten. 11 Minuten. Also, Cousin und ich haben aufgegeben. Mhm. Ja. Tim, wie geht's dir gerade? Warum? Unglaublich schlecht, ey. Ja. So viel. Die kümmerlichen Überreste. Ja, da war immer viel Bagger. Ja, ne? Das sind die. Mein. Komm, ich bin auf Platz 2, er hat mehr liegen lassen. Und hier Alex. Alex hier sein Ergebnis, ne? Sieht sehr gut aus. So, herzlichen Glückwunsch. Zumindest Platz 1. Hier der Großmeister der Pizza. Wir haben seine Herausforderung angenommen und wir haben kläglich versagt. Was sagst du dazu? Kein Kommentar. Es gibt aber Leute, die sogar 16 Minuten gebraucht haben. So, hier ist der Großmeister. Wie fühlen Sie sich nach der fast geschafften Pizza nach 30 Minuten? Beschissen. Also ich habe gerade den größten Orgasmus aller Zeiten. Im Gesicht. Ich weiß nicht, ich will mein Gesicht aus. Rot. Oh, ich sehe voll behindert aus. Oh. Ja, wie fühlt sich der Magen an danach? Ich krieg kaum was. Wie geht's dir denn jetzt gerade nach dem 40 cm großen Pizzadingen? Ich bin schon im dritten Monat. Ich möchte jetzt mal was sagen. Ja, wir hören dir zu. So. Du hast hier was. Wie gesagt, ich will jetzt mal aus Spaß mal gucken. Ich weiß jetzt nicht. Wer wird es wohl schaffen? Richtig. Ich nominiere jetzt mal aus Spaß einen Bekannten und zwar. Sieht er denn diesen Film? Ich werde ihn diesen Film schicken. Okay. Und zwar einen gewissen Kai Kuhlen, den müsste ein paar kennen. Dann versuche ich mal mich etwas hochzugreifen, nominiere ich ungespielt und ich versuche es mal mit Chan und so. Du musst noch bezahlen, ne? Trinken ja. Erstmal. So, hallo Tim. Ja. Eine Frage, darf ich dich interviewen? Ein wenig? Ich bin sowieso bei YouTube, also das bin ich. Ja, okay. Ja, nicht alles. So, wie geht's dir denn gerade nach dieser Monster-Pizza? Nachdem ich jetzt was getrunken habe, geht's mir echt besser. Mir hat da echt was quer gehangen und das war einfach. Mhm. Ich habe heute Morgen gefrühstückt. Das war wohl der Fehler, oder? Ja, eigentlich schon. Und würdest du anderen Leuten dies weiterempfehlen? Ja, definitiv. Okay, also das heißt, kommt nach Rollos und esst diese unglaubliche Monster-Pizza. Challenge. Gut.
Okay, jetzt ist Cousin da. Okay, auch mit Ihnen ein Interview. Ja. Wie geht's Ihnen nach dieser Monster-Riesenpizza? Also ein Interview auf Ihrem eigenen Kanal, ne? Ja, Von mir? Ich habe die... Mir? Du auch mich filmen, wenn du mich interviewst. Ja, ist ja gut. Und ich habe die Pizza gegessen, währenddessen gerade meine Brust filmst. Ich komme hier rüber. Du musst, dass der Kopf so es mittig ist. Sehr ja, viel. Ist ja gut. Ich war sehr hungrig, ich habe extra trotzdem nicht geschafft, weil ich zu langsam im Essen bin. Geschafft hätte ich es wahrscheinlich, aber ich habe gesehen nach der Zeit, dass ich es nicht geschafft habe. Ich kann versagen. Und würden Sie es anderen Leuten empfehlen, diese monsterriesengroße, 40 cm große Pizza zu fressen? Ich würde es jedem empfehlen, der viel zu wenig auf den Rippen hat, viel zu viel auf den Rippen hat oder viel zu viel Geld hat oder zu wenig Geld hat, einfach jedem. Und was kann man gewinnen, wenn man diese Pizza aufisst? Man gewinnt diese Pizza und einen 30-Euro-Gutschein, wenn man es schafft. Zum Weiteressen. Also man muss da nicht bezahlen dann. Also kommt zu Rodos Grill.